So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft zu einer kleinen Speed-Folge, die schon etwas älter ist jetzt. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn die Folge mittlerweile? Dürfte jetzt schon 2 Monate oder so haben. Da bastelt man noch an der Bergbude gerade rum. ja. Ich hatte die Folgen schon aufgenommen, wollte das Speed-Folgen draus machen und nie die Lust dazu gehabt. Dann habe ich normalen Folgen weiter aufgenommen und bin dann da auch nie richtig zu Potte gekommen. Aber jetzt endlich machen wir es einmal. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Bergbude nachher aussieht dann. Ich meine, ich weiß es ja schon länger, aber ihr seht das ja nur zum Teil. Also ich habe teilweise schon fertige Einblicke der Bergbude gegeben. Was heißt fertig? Fertig ist ja noch lange nicht. Aber gut, wir werden mal gucken. Es ist mittlerweile einiges passiert. Wir haben endlich mal größere Rucksäcke jetzt gecraftet. Und ich habe lange überlegen müssen, wie die Bergbude denn basteln überhaupt. Wie ihr seht, bin ich alles noch ein bisschen am Basteln hier und am Gucken, wie wir das Ganze dann letztendlich handhaben werden. Ja. Ich muss zugeben, ich habe kein richtiges Thema vorbereitet, weil die Folge nicht sehr lang ist. Für die nächste Folge, für die nächsten Speed-Folgen, die kommen dann genau einen Tag nach der Folge. Jetzt kommt dann die erste von den 2 Speed-Folgen und dann, also die nächsten 2 Tage nach dieser Folge, kommen dann die nächsten 2 Speed-Folgen. Ich habe auch schon weitere Speed-Folgen aufgenommen mittlerweile. Da haben wir mal ordentlich Strip Mining betrieben. Werdet ihr dann auch in den Folgen sehen. Allerdings habe ich das Ganze ein bisschen schneller gerendert. Das läuft dann auf viel, viel höherer Geschwindigkeit. Einfach aus dem Grund, weil wir da doch dann viel Steine kloppen. Aber wir haben einiges gefunden, was sich doch durchaus lohnt und was man brauchen kann vor allem. So. Ja, das Lagerhaus sieht auch schon ein bisschen anders da aus dann nachher. So, da brenne ich gerade Cleanstone, okay. Ich weiß schon gar nicht mehr für was, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das ist so lange her schon. Ich habe mir die Folge jetzt auch vorher nicht angeguckt. Ach, ich glaube, weil ich da die Erde aus der Wand genommen habe, dass wir da Cleanstone haben, dass wir da eine Wand haben. Und wie ihr seht, ich renne 100 Mal zum Lagerhaus zurück, weil ich irgendwas vergessen habe. So, Türchen mit Druckplatte, ganz klar, muss sein. So. Warum lässt sich denn die Kohle in der Decke? Hä? Das ist immer sehr kurios. Da habe ich dann, glaube ich, die Treppe hingebaut. Wie gesagt, ich weiß das schon gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Warte mal, ich kann ja mal kurz gucken. Das läuft ja alles normal weiter hier. Ich habe jetzt in Camtasia Studio, lasse ich jetzt gerade die Folge laufen. Bereits in der Geschwindigkeit, wie ihr sie dann auch nachher auf YouTube seht. Und über Audacity nehme ich dann das Ganze auf. Jetzt gucke ich gerade mal, von wann ist denn das? Warte mal. Oh. Also bis zum Release. Am 1.10. kommt diese Folge online. Wir haben jetzt aktuell den 15.09. und ich habe die Folge aufgenommen am 13.05. Also das ist über 4 Monate her, bis das online kommt. So, jetzt habe ich gerade mittendrin unterbrochen. Aber gut. An der Bergbude müssen wir unbedingt mal noch richtig weiter basteln. Haben wir noch einiges zu tun. Aber schon. Ja genau, ich habe Cleanstone gemacht wegen den Wänden. Damit das alles sauber aussieht hier, eine saubere Fläche gibt. Und da müssen wir noch ein paar Räume reinbauen. Ja, da habe ich mir noch ein bisschen was überlegt zu. Müssen wir mal noch gucken, wie wir das machen, das Ganze. So, hier habe ich dann, glaube ich, einen Holzboden reingezogen. Genau. Wie gesagt, habt ihr euch ja gerade vorgerechnet, die Folge ist über 4 Monate alt. Und die anderen 2 Speed-Folgen, die ich
die danach dann erscheinen, die sind auch schon ein bisschen älter. Da habe ich mir allerdings schon ein Thema zurechtgelegt, weil die Folgen dann noch ein bisschen länger gehen. Aber naja, gut, gucken wir mal. So, da rufe ich den Code jetzt raus. Die andere habe ich noch nicht rausgenommen, oder? Weiß das jetzt gar nicht. Cool, in dem Video sieht es jetzt aus, als würde die Spitzhange permanent in der Luft hängen. Sieht schon tricky aus. So. Ich weiß, es ist ein bisschen dunkel mit den Fackeln. Das Problem ist, ich habe in, jetzt habe ich eine gesetzt, in Minecraft habe ich die, durch die Optifine Mod kann man die Helligkeit, Grundhelligkeit im Spiel viel höher einstellen wie normal. Das heißt, wenn ich noch Sachen, wenn ihr schon teilweise gar nichts mehr sehen könnt, kann ich noch sehr viel sehen. Deswegen ist das immer ein bisschen tricky, da dran zu denken, dass man da dementsprechenden Fackeln setzt oder Lichtquellen überhaupt dann. Es nimmt langsam Form an. Da war ich mir dann noch unschlüssig, wie ich das mit der Wand hier mache. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die fertig dann aussieht im Ganzen. Müsste ich selbst mal wieder gucken. Müssen wir eh noch einiges basteln in der Bergbude. Da habe ich mir einiges überlegt, was wir da machen könnten. Müssen wir einfach mal schauen, wie wir das machen, das Ganze. Ich werde mal gucken, vielleicht kriege ich für die nächsten Speed-Folgen auch einen Gastauftreter, so ein kleines Commentary machen praktisch. Müssen wir mal schauen. Luparo TV, vielleicht kann ich den dafür ergattern. Ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Da hat jetzt leider dieses Wochenende keine Zeit mehr, heute haben wir ja Sonntag aktuell. Und der hat jetzt leider keine Zeit. Deswegen müssen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir das nächste Woche mal zusammen. Müssen wir mal gucken. Wäre schon eine coole Sache. Ich habe tatsächlich hier alles mit Cleanstone ausgekleidet. Okay. Das mit den Speedfolgen ist halt immer so eine Sache, ne? Du nimmst dann erstmal das Video auf, komplett ohne Audio, ohne Ton, ohne gar nichts. Kannst dann hinten dran deine Musik hören, wie du willst, klar, aber du nimmst erstmal komplett ohne Ton auf. Man muss ja alles nachträglich vertonen, Musik reinschneiden, musst dir dann überlegen, was du da quatschen tust und ja. Ja, da hatten wir die Rucksäcke auch noch nicht benannt. Stimmt, ja. Das habe ich im Nachhinein erst rausgefunden, dass das geht. Ich dachte bisher immer, das geht nur über einen Amboss, weil man da Werkzeuge zum Beispiel umbenennen kann. Guck mal, da ist nochmal eine Kohleader. Habe ich gar nicht gesehen. Da bin ich beinahe von Kies erschlagen worden. Ach ja, da habe ich die ganze Decke rausgenommen. Und scheiß Kies hier überall, das ist... Ja, ihr werdet später sehen, wir haben am Lager einiges umgebaut, da ist einiges geändert worden. Und ich erinnere mich, mit den Holzbrettern hier gab es Probleme. Da sieht man es jetzt schön, da konnte ich keine Holzblöcke setzen. Dann habe ich mal Neustart gemacht und da ging das immer noch nicht dann. Das hat war irgendwie... Mittlerweile weiß ich, woran es liegt. Durch die ganzen Mods, wo wir installiert haben, hat sich leider das Problem ergeben, dass wir nur bis zu einer gewissen Höhe Blöcke setzen können. Und wenn da zu viele Blöcke außenrum fehlen, können wir keine mehr reinsetzen. Wie ihr seht, wo ich jetzt auf die Treppe hochgegangen bin, ging das mit Blöcke setzen. Das ist irgendwie ein bisschen buggy durch die ganzen Mods, die kloppen sich da ein bisschen gegenseitig. Und dementsprechend ging das dann nicht gescheit. Finde ich ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen, aber naja, gut, okay. Können wir jetzt alles dran ändern. So, wie habe ich denn das hier gemacht? Habe ich da nochmal Holz rein, oder? Ja. Ah, da habe ich einen kleinen Hintereingang gebaut. Ich weiß aber gar nicht mehr, was haben wir denn da hingemacht? Ich war schon so lange nicht mehr in der Bergbude unterwegs.
weiß das schon gar nicht mehr. Aber wie ihr seht, ich habe ständig hier innegehalten, um zu überlegen, wie ich was wo baue, was ich da überhaupt reinmachen will. Mittlerweile habe ich jetzt einige Ideen sammeln können, auch von anderen habe ich mir ein paar Ideen abgucken können. Ich werde das natürlich logischerweise nicht identisch bauen, so wie die. Aber trotzdem konnte ich mir ein bisschen Gedanken darüber machen, was man basteln kann. So ein bisschen Inspiration holen, kannst du sagen. Ja, da habe ich dann ein bisschen Mucks gebaut mit dem Aufstieg. Was ich gerne noch in die Bergbude mit einbauen würde, jetzt wollte ich eben zwei Wörter auf einmal sagen, was ich in die Bergbude gerne mit einbauen würde, wäre so eine Art, ich nenne es mal Glasterrasse. Also der Boden wird aus Holz gemacht, aber der Rest wird komplett aus Glas gebaut. Wand, Decke, so ein kleines Glashaus. Könnte man schon fast ein Gewächshaus nennen, wenn du so willst. Das würde ich gerne einbauen. Das würde mich schon reizen, sowas zu basteln. Das weiß ich noch ganz gut. Oder ziemlich gut, sagen wir es mal so. Da hatten wir ja ziemlich Rohstoffprobleme hier. Teilweise mit Eisen und so Sachen. Diamanten hatten wir da, glaube ich, noch gar nicht. Aber ich kann euch beruhigen. Das wird sich später alles noch ändern. Da werden wir noch einiges zusammenkrabbeln. Und ich bin ehrlich gesagt gespannt. Und wie wir das mit der Bergbude machen, da werden wir auch noch einiges zu tun haben. Die Erntemaschine wollen wir auch noch basteln. Da haben wir bisher zumindest mal noch keinen Grundstein gelegt für. Ja, müssen wir mal gucken. Ein Holz brauchen wir ja auch ohne Ende. Die Baumplantage wollten wir noch machen. Mal gucken. Zum Glück habe ich das herausgefunden, dass man die alle Stacks vom selben Item auf einmal reinsetzen kann. Mit der linken Shift-Taste gedrückt halten und dann ein Links- oder Rechtsklick, das ist egal in dem Fall, könnt ihr alle Stacks desselben Items dann herübersetzen. Bei einem Ofen oder so funktioniert das leider nicht oder bei der Werkbank. Das muss man alles noch per Hand machen. Aber gut, das ist auch schon eine gute Hilfe. Ich lasse überall die Kohle in der Wand hier. Bei den Speedfolgen ist mir das nicht passiert. Aber gut. So, hier habe ich noch einen neuen Raum ausgehoben, genau. Wie gesagt, ich habe mir jetzt kein großes Thema zurechtgelegt, da die Folge nicht so lang geht. 18 Minuten hat die und ein paar verquetschte. Ja. Hätte ich mir ein kleines Thema zurechtlegen können. Aber ich kenne mich, wenn ich mich mal in ein Thema verbeiße, dann kann ich da stundenlang drüber quatschen. Ich habe schon einige Minecraft-Speed-Folgen dann zwischendrin, mittendrin dann aufhören müssen, weil die Folgen zu Ende waren. Ja, das wollte ich dann erst so machen, hatte ich mir dann aber auch anders überlegt, weil das ein bisschen doof aussah. Und wie ihr jetzt hier seht, habe ich das Ganze auch ein bisschen weiter nach außen verlegt. Noch ein bisschen außenrum hier was weggehauen. Einfach damit das ein bisschen größer ist. Habe ich das so gelassen dann? Weiß das gar nicht mehr jetzt. Oder fängt es an zu pissen? Wunderbar. Ich glaube, das Glasdach habe ich dann auch nochmal umgesetzt. Weiß das gar nicht mehr. So, da hole ich die Kohle jetzt endlich raus, weil das er jetzt braucht. Ja, so ist das. Ich habe die Räume völlig random da reingekloppt. Also ich habe selten was abgezählt hier, um die Räume zu machen. Wie ihr seht, habe ich es wieder weggehauen, weil mir es doch nicht gefallen hat. Auf der einen Seite schreien wir immer, uns fehlen die Ressourcen. Hier in Minecraft, wir haben Probleme, hier Rohstoffe zu finden. Auf der anderen Seite reißen wir dann doch wieder alles raus. Da hatte ich doch noch richtig in Erinnerung, dass ich das Glas da wieder rausgehämmert habe dann. Hm.
Decke eine Viertelkiste Kohle. In den Speedfolgen, also so viel kann ich mal vorne wegnehmen, in den Speedfolgen haben wir einiges an Rohstoffen zusammengekriegt. Und haben wir direkt noch eine Höhle rausgehoben eben. Wundert mich, dass ich die gar nicht erkundet habe hier. Den ganzen Kies habe ich auch drin gelassen. Na, so viel. Das schreien wir rum, uns fehlen Sachen. Naja, gut, okay. Zur Not, wir wissen ja, wo es liegt. Im allerschlimmsten Fall rupfen wir den Holzboden kurz wieder raus, dann können wir wieder Rohstoffe rausholen. Und mit den ganzen Cobblestones, wir haben ja jetzt schon einiges zusammen an Cobbles, da habe ich mir auch noch was überlegt, was wir da basteln könnten. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Bis zur aktuellsten Folge, die ich bisher überhaupt aufgenommen habe, auch die Speedfolgen mit dem Strip Mining, bis dorthin habe ich noch nicht damit angefangen, weil das ein doch sehr großes Projekt wird. Aber machen würde ich das gerne. Und zwar eine Stadt komplett aus Stein gebaut. Also kein Holz, kein gar nichts. Alles komplett aus Steinen gezimmert. Natürlich die Steine dann in verschiedenen Variationen. Aber trotzdem alles aus dem Grundmaterial Cobblestone gebastelt. Das würde ich gerne machen. Und was mich wundert, warum habe ich da hinten Erde gelassen? Da wo wir jetzt den kleinen Glasvorsprung haben. Ja, wie gesagt, eine Stadt komplett aus Stein gebaut. Und das Grundmaterial ist immer Cobblestone. Müssen wir mal gucken. Ich bin leider immer noch ein bisschen erkältet hier, deswegen ist das mit dem Nachbequatschen immer ein bisschen doof. Aber ich will es jetzt endlich mal schaffen. Ich habe es jetzt bereits schon zweimal angefangen, aber man sagt ja, alle guten Dinge sind drei. Dass ich wieder eine Pause gemacht habe und Videos vorproduziert habe. Deswegen will ich jetzt gucken, dass wir es endlich mal schaffen, dass wirklich täglich die Videos online kommen. So, mir schreit jetzt die Musik gerade ein bisschen ins Ohr. Das könnt ihr jetzt allerdings nicht hören. Ich habe jetzt die Musik nur während der Aufnahme laufen, dass ich die ganze Zeit nicht so am Umschreien bin. Aber im Moment muss ich schreien, weil es ja lauter wird. Da habe ich, glaube ich, den Ofen reingebaut, ne? Oder zumindest mal einen Grundstein gelegt, um den Ofen zu machen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wie gesagt, alles ein bisschen länger her, aber naja, gut. So, dann war es das aber auch schon für diese Speed-Folge. Die haben wir jetzt gleich durch. Die nächsten zwei Speed-Folgen kommen direkt am Folgetag dann. Und wir sehen uns in der nächsten Speed-Folge. Bis dahin.